Ben Zucker ist von Natur aus ein sehr neugieriger Mensch. Er ist sowas von neugierig. Und er mag keine Cafés. Da trifft es sich doch gut, dass Schwester Sarah ihm etwas Wichtiges mitzuteilen hat. Natürlich in einem Café. Doch dort haben sich alle gegen ihn verschworen. Ich will jetzt mal sagen, was los ist. Du bist der Allererste, dem ich das auch erzählen möchte. Hättet ihr gern was zu trinken? Ich glaube, ich fange erstmal mit einer Apfelschorle an. Mit einer Apfelschorle, alles klar. Es ist so ein bisschen ein schöner Gedanke. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Ja, da würde ich auch gerne wissen, wer derjenige ist, der den Antrag gemacht hat. Also, wie soll ich sagen? Eigentlich ist es. Entschuldigung, ein bisschen, Entschuldigung. Kann ich kurz stellen? Du bist doch die Sarah Zucker, oder? Mhm. Ich mag deine Musik voll gerne. Können wir vielleicht ein Selfie machen? Ja, total. Ist mein Bruder auch drauf? Nee, nur wir beide. Cool, danke dir. Gerne. Ja, viel Spaß euch noch. Reicht mir jetzt gleich ein bisschen. Sei nicht so ungeduldig. Schwanger. Besser. Ich sag mal so, wenn es jetzt nur das wäre. Wie wenn es nur das wäre? Hey, Lachs gibt's ja nicht. Dann kannst du mir einfach ohne Lachs. Ja, kann ich auch. Ja? Kein Problem. Ich nehme das in der Mitte. Okay, soll ich jetzt sagen? Ja, sollst du jetzt sagen. Schon seit 6 Monate nichts mehr sprachen. Und das sagst du jetzt kurz vor Weihnachten. Nee, das ist Lachsblöcke, nicht ruhig. Oh Mann, ich muss mich jetzt erstmal wieder sammeln. Sie gerne einen Ernst, mich an der Tür nicht. Ja, aber weißt du, das dürfen ich, das wir ist auch ein echt Lied für euch spielen? Was würden Sie denn gerne trinken? Weil der Herr da drüben fragt gerade. Okay, komm, lass doch einfach. Bruder. Wie geht's gut? Ja, alles okay bei dir? Alles gut. Ich sag's dir jetzt, okay? Ich sag's. Können wir einfach gehen? Nee, wir können jetzt nicht gehen. Wir können jetzt nicht gehen, weil. Ja. Entschuldige die Störung. Okay. Du bist mir ja schon die ganze Zeit aufgefallen. Und ich möchte dir sagen, du bist eine Blume zwischen all den Disteln und Kakteen in dieser Fenster. Okay, wow. Ich merke es mir, den muss ich mir nennen. Okay, hör mal, das ist ganz lieb von dir, aber ich bin gerade mit meinem Bruder hier. Genau. Ach, der Bruder. Ja, das ist doch perfekt. Gott sei Dank. Ich dachte schon, naja, ihr werdet vielleicht zusammen. Und dann dachte ich aber auch schon wieder, nee, mit so einem. Ja, mit so einem.